Aber da hört er sie. Oh, guck mal, das ist ja richtiger Laufschritt. Der Schiri hat heute aber richtig Bock auf jeden Fall. Also da geht's richtig flott auf den Rasen. Den haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Pfeifen tut das Ganze heute Henry Wagner, gestützt von Chams Golzari und Einwurf. Okay. Von Montero. Döge hat gut mitgemacht. Kein Abseits natürlich beim Einwurf. Setzt sich durch. Kann er den durchlegen? Ah, oh. Norman Wese kommt noch dran. Erste gute, richtige Chance, wenn er den richtig durchlegt und kann Rasmus hinten einschieben. Gut gemacht, aber Norman Wese hat aufgepasst und hat den direkt am ersten Pfosten abgeblockt. Schauen wir nochmal rein. Döge macht's da sehr, sehr gut. Und dann, ja, er macht eigentlich alles richtig, aber Norman Wese hat einfach aufgepasst. Ja. Rasmus da noch. Ja, aber man merkt schon, die stehen hier. Ja. Lawrence passt sehr gut auf, macht gut die Meter, bringt ihn in die Mitte und oh, Latte! Boah, der sah so ungefährlich aus. Oh, das ist ein ganz gefährliches Ding. Verliert. Bauer da mit dem Ballverlust. Unnötig. Direkt der Seitenwechsel auf Navizada und der direkt mit dem Abschluss. Aber da hat man genau gesehen, warum der Typ gefährlich ist. Ja. Der sucht direkt einen Abschluss und an sich macht HR einfach super schnell, ne? Die haben den Ball gewinnt. Er hat den gerade angezeigt gesehen, ja. Läuft da einfach durch. Ist da Lawrence schön. Schwierig zu nehmen. Und die auch einiges drauf haben. Aber jetzt erstmal Ecke HR. Eggers, erster Pfosten, oh. Rutscht durch. Oh. Hinten Rasmus. Rasmus rettet da. Wow. Dass der durch den kompletten 16er einfach durchrutscht, das darf eigentlich nicht passieren. Also da stehen wir mit 4, 5 Leuten, aber keiner kommt wirklich ran. Da wird sich gegenseitig über den Haufen gelaufen und dann muss Rasmus wieder auf den ersten Pfosten. Aber diesmal war Döge da. Ampofo legt ihn vorbei. Minou und Veli wären da. Rasmus. Rückraum auf Rasmus. Ja, Rasmus kriegt den wieder nicht richtig gut verarbeitet. Vielleicht jetzt noch auf die Seite. Veli. Mit der Flanke. Da sind einige im Strafraum. Minou. Oh. Ja, bringt ihn aufs Tor, aber kriegt auch wieder keinen Druck dahinter. Schade. Es ist ein Freistoß. Henry Wagner zeigt es an, dass mit dem Ellbogen da gearbeitet wurde. Gucken wir nochmal drauf. Einwurf lauen schön. So, jetzt. Ist das ein Elfer? Das ist doch ein Elfer. Also, das ist ein wenn Elfmeter. Er den pfeift, das ja! Rechts unten trocken verwandelt. Oh. 78. Minute, so Tor für Altona. 1:0. Veli Soleimani. Ganz trocken macht er den aber auch. Veli Soleimani kann ihn auf jeden Fall nicht schießen, weil der ist ausgewechselt. Da können wir uns aber wirklich bei Rasmus bedanken. Aber Rasmus hätte den vielleicht auch einfach direkt zu Gianluca jetzt schon rüberspielen können, aber egal. Also weiß ich nicht, dass... Rasmus Tobinski zum 2:0, zur Entscheidung. Jawohl. In die Mitte, ganz lässig eingeschoben. Und das ist das 2:0. Den hat er sich bei Veli abgeguckt. Und ich lege mich fest, das ist die Entscheidung gewesen. So sieht's aus. Düvel nochmal mit Gianni. Gianni probiert es direkt in die Spitze. Abpraller bei Eggers. Und da ist der Abpfiff. Jawohl. Altona 93 gewinnt 2:0 gegen den SV Halstenbeck-Rellingen.